Ich könnte jetzt sowas sagen wie, ich schlage dich K.O. Doch das ist kein Battle, keine Fragen, keine Show. Ich schreibe einen Diss und alle fragen sich, wieso? Du machst doch Rapper? Okay, dann behandle ich dich so. Ich hab die Scheiße lang gesagt, du hast zwei YouTube-Klicks. Doch jetzt mach ich Schluss damit, weil du Rap zum Teil des Ganzen machst. Du bist mir egal, doch willst für deine Gier bezahlen. Und deshalb mach ich dir jetzt klar, worauf du dich da eingelassen hast. Lions, du bist einer dieser YouTube-Spassen, die schon seit Jahren nur für Bares auf die Jugend kacken. Du machst doch bodenständig rein, denn die Videos, die du drehst, sind geprägt von absoluter Oberflächlichkeit. Rennst den Trend hinterher, versteckst dich heute für die Masse. Doch die Freunde, die du hast, die erkennen dich nicht mehr. Deine Fans sind nicht wert, weil jedes dieser Kinder die Strategie dahinter letzten Endes bemerkt. Du sagst, du bist kein Rapper, doch zu lügen bringt das Recht nicht. Denn es ist Rap, auch wenn es übertrieben schlecht ist. Rede dich nicht raus, du sagst, du lebst zu deinen Traum und deine Pläne gehen auf, weil es ein Riesengeschäft ist. YouTuber, kannst du Spinner mal verraten, was das heißt, außer halt kleine Kinder zu verarschen? Deine Asker-Fan-Seite sieht so aus wie dein Kanal, alles voller Werbung, deine Fans sind dir doch scheißegal. Es geht darum, dass sie immer fleißig klicken, du Penner. Jetzt könnten manche vielleicht meinen, dass ich ihn disse, nicht besser. Es geht um Fame, höre ich sie sagen. Ja, okay, ist vielleicht wahr, doch jetzt geht Geld mit deinem Namen an einen richtigen Rapper. Ja, werte das ruhig ab und sage, schreib das nur, Snipe, ist okay. Dann sind mich jetzt Teil von deinem Hype. Du bist letztendlich ein Heuchler, meine Mucke ist dir Geld wert. Bei dem, was du da rappst, wer verschenken noch zu teuer. Trotz den Amazon-Bewertungen begreifst du es nicht. Ja, na klar, ganz Deutschland ist neidisch auf dich. Doch die Wahrheit werde ich dir mit den Strophen hier klar machen. Ich hol dich zurück auf den Boden der Tatsachen. Lions, du wirst mit dem Part hier beerdigt. Du bist einer der Gründe, warum die Charts nichts mehr wert sind. Lions, egal wie viel Kids nach dem Tag meiner Pause ne von Dislikes, ändert nichts an der Wahrheit. Lions, egal was du Spinner dir leistest. Ich halt die Fresse, solange nur die Finger von Mike lässt. Lions, siehst du, wie sie jetzt auf dich losgehen? Du bist hier nicht willkommen, denn Rap will dich tot sehen. Lass sie reden, ja, das Spruch, da kommt doch meins von dir. Doch jeder, der nicht schreibt, was ihr hören wollt, wird gleich blockiert. Deine Dagi wie verfolgt die gleiche Strategie, wertet jede berechtigte Kritik, als wäre es Blasphemie. Und das nur, weil ihr die Scheiße nicht erkennt. Ihr seid bekannt im ganzen Land und das trotz keinerlei Talent. Sowas wie Leistung ist euch fremd. Ihr macht Werbung für Produkte, die euch eigentlich egal sind und verteilt sie an die Fans. Die Creme hier ist super und das hab ich mir heute gekauft. Testet mal das Bruder oder das, wenn ihr was Neues braucht. Glaubt mir, dass du mit dem Handy hier der Coolste bist. Ich hab das mal verlinkt, damit ihr nicht lange suchen müsst. Ich krieg zwar Geld dafür, Produkte hier zu zeigen, aber das ist ganz egal, denn ob ihr es kaufen wollt, müsst ihr entscheiden. Doch ihr seid jung und schaut zu mir, eurem Idol auf. Deshalb weiß ich, dass ihr diese Scheiße sowieso kauft. Auch wenn jeder Fan für euch jetzt in ihr Leben rennt, ist mir das scheißegal, solange ihr selber damit leben könnt. Ich halte es zwar nicht für gut, was ihr für Dreck verkauft, doch halte meine Fresse. Hauptsache ihr lasst Rap da raus. Egal ob Azad oder Dio, ob Echo, ob Kenny, ob Savage, ob Bushido, jeder Rapper, der die Scheiße lebt, da weiß ich, sag die Wahrheit. Nicht mit Mucke hochzukämpfen, ist es jahrelange Arbeit. Du dagegen wirst bekannt mit deinen Kack-Channels und was dann Rap, weil du es mit Mucke nie geschafft hättest. Jetzt bist du mit deinem Ekel-Album draußen und versuchst dich mit den Klicks in diese Szene einzukaufen. Doch scheiß mal auf die Likes und Klicks, denn du kannst leider nicht und deshalb wird das Mobbchen mit Doppelkinn am Mic zerfickt. Ich hoffe, dass du es jetzt endlich kapierst. Rap geht zugrunde wegen Menschen wie dir. Lions, du wirst mit dem Part hier beerdigt. Du bist einer der Gründe, warum die Charts nichts mehr wert sind. Lions, egal wie viel Kids nach dem Part 2000 von Dislikes ändert nix an der Wahrheit. Lions, egal was du Spinner dir leistest. Ich halt die Fresse, solange nur die Finger von Mike lässt. Lions, siehst du, wie sie jetzt auf dich losgeht? Du bist hier nicht willkommen, denn Rap will dich tot sehen. Du wurdest bekannt, nur mit was für einer Grund? 30 herzige und lustige Fakten über uns. Diese Schuhe feier ich, hab jetzt ein neues Kleid. Mann, ihr zeigt schon mit den Titeln, dass ihr käuflich seid. Egal wie viele Kids sagen, dass du der Geilste bist, doch deine Klicks ändern nichts daran, dass die Mucke scheiße ist. Es wird nicht lange dauern, bis der große Hype vergeht. Denn du bist und bleibst so ein Produkt ohne Qualität. Lass die Kacke und bleib besser bei deinem YouTube, denn in diesem Leben hast du halt als Rapper keine Zukunft. Solche Bitches wie du führen ein Leben wie im Paradies und befallen an diese Szene wie ein Parasit. Noch hast du Erfolg und verscherbelst deine Platten, doch nicht mehr lange, denn auch Kinder werden mal erwachsen. Die gesamte Rap-Community von heute jubelt schon, denn ab jetzt ist Löwenkind das neue Hurensohn. Also pass besser auf, was du sagst, denn du beleidigst jeden Fan, den du ab jetzt doch mal als Löwenkind bezeichnest. Was deine Freundin da macht, finde ich erschreckend, denn der Charakter lässt sich unter der Schminke nicht verstecken. Doch die ist genauso rigoros und dreht auf ihre Videos in der Hoffnung, dass es die kleinen Kinder nicht entdecken. Guck mal, ein neuer Tag, da könnten wir doch mitmachen. Challenge hier, Challenge da, Hauptsache die Klicks packen. Ich spiel das wunderschöne Paar für die Fans. Dabei seid ihr doch schon seit über 2 Jahren getrennt. Und mit Rap machst du das Gleiche, weil du weißt, dass das die Fans begeistert. Dabei ist das mit dir und Rap nur eine Zweckgemeinschaft. Im Endeffekt brauch ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ich glaub, du weißt es selbst, Rap will ich nicht haben. Willkommen in der Wirklichkeit. Dagi, wie kann dir beim Abschminken deiner Rap-Karriere ja behilflich sein? Hilflich sein, hilflich sein. Lions, du wirst mit dem Part hier beerdigt. Du bist einer der Gründe, warum die Charts nichts mehr wert sind. Lions, egal.